Ja, was machen wir denn jetzt? So. Ja, und tot, genau. Und gleich wieder am besten, ne? Also gut. Zettel? Nee, kann ich nicht lesen. Also auf jeden Fall ducke ich mich erstmal wieder. Jetzt ist natürlich die Frage. Wohin? Aha, da geht's zu. Ah ja, okay. Einfach schnellen Schrittes hier. So, jetzt weiß ich allerdings nicht, wo lang wieder. Labyrinthe sind halt in ihrer Labyrinthheit schon mit Vorurteilen behaftet. Und diese Vorurteile lauten, du kommst ja nicht raus. Und das Problem habe ich jetzt gerade, fürchte ich. Ducken ist für den Hintern. Wie meinst du das? Na gut. Ja, aber wenn du schon da... Ach, hier geht's lang. Okay, alles klar. Sag mir nicht, wo es lang geht. Ich hab's rausgefunden. Frage ist, ist das richtig? Aber es geht ja eigentlich nichts anderes. Hier drin dürfte ich sicher sein, schätzungsweise. Ja. So, mehr oder weniger. Ja, das ist mir schon klar. Also meinst du, ich brauche mich überhaupt nicht ducken? Sie hast ja schon recht, ne? Er sieht mich ja eh und fängt irgendwann an zu schießen. Oder halt zu gucken. Schneide ich alles raus im Video. Das schneide ich alles weg. Das sieht man gar nicht. Man denkt, ich habe das auf Anhieb hier geschafft nachher. Ja. Im Idealfall. Habe ich eigentlich das Mikro wieder angemacht? Ja. Hättest du mir auch bestimmt gesagt. Tod Nummer 2. Ja, danke, das motiviert mich sehr. Nun, ich stelle gerade fest, hier muss ich mich ducken. So. Also gut, der macht hier scheinbar so eine Kreisbewegung, so wie es aussieht, ne? Deswegen gehe ich mal davon aus, dass es eine tolle Idee ist, wenn ich hier einfach auch einfach renne. Okay, 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 soweit so gut. Zwischenspeichern? Warum nicht eigentlich? Circa 12 bis 15 Mal. Du bist ein Schatz, echt. Also ich freue mich wirklich, dass du mich hier so motivierst. Aber gut. Vielleicht bin ich aber auch verdammt gut und... Oh. Verdammt. Vielleicht bin ich einfach nur verdammt. Ja. Kann natürlich auch sein. Jetzt hat sich die Situation wirklich gebessert hier. Muss ich da hin? Muss ich zu dem brennenden Schiff? Boot? Soll ich da hin? Sag mir das einfach. Das würde unheimlich dem Spielfluss helfen. Oder eine Map. Okay. Ich schätze mal nicht, dass ich in das brennende Wrack muss. Es wäre ja Blödsinn irgendwo. Aber auf der anderen Seite scheint es da rechts rumzugehen. Du sagst nichts, du bist lieb. Okay. Ich mach einfach mal. Ja. Ja. Okay. Ja, schreib dir einfach auf, wie oft ich sterb, ne? Nicht in Chat rein. Einfach aufschreiben. Ja? Kannst es dann auf Twitter veröffentlichen oder so. Okay, dass die Kacke natürlich jetzt ganz von vorne losgehen muss hier, das ist unheimlich geil. Okay, einfach nur mit zügig ist hier auch nichts. Okay, ja, vielleicht machen wir doch bloß bis 10. Ne? Machen wir bis 10, komm, reicht. Schon wieder die Schnauze voll hier.
Und da lacht der Kerl, ne? Wenn ich dem Strahl jetzt einfach hinterher... Es wäre sicherlich eine, sag ich jetzt mal, vermutlich relativ einfache Taktik, dem Strahl einfach zu folgen. In einer wie auch immer gearteten Konstellation. Ja. Ja. Oh, was ist das für eine Statue? Muss ich damit was machen? Ich renne. Was zur verfickten Fick? So, ich fühle mich einigermaßen beschützt. Jede Nische nutzen, die ich sehe. Okay, das habe ich jetzt erfolgreich getan. Beim einfach nur blind durchrennen. Wobei ich ja auch jetzt schon jetzt festgestellt habe, nicht jede Nische ist auch... Nee, oder? Das ist jetzt aber fies. Na? Das ist nur zum Warmwerden, danke. Bin warm. Hab schon wieder Puls hier in der Stirn. Aber wenigstens hier. Das ist gut, das gefällt mir. Wenigstens sind wir hier. Dennoch weiß ich nicht wirklich, wie, was, wo. Hier. Ja, das geht jetzt zu, ne? Das ist... Du sollst es nicht in Chat schreiben, du sollst es auf den Zettel schreiben. Wie oft bist du gestorben? 12 bis 15 Mal nehme ich an. Was ist denn, wenn ich das unterbiete? Was kriege ich denn dann? Ein Follow auf Instagram oder so? So, liebe Freunde. Also. Das Tier geht zu, wenn ich rausgehe. Ja, da drüben geht auf. Was soll ich sonst machen? Es sei denn, ich schaff's vorher hier rum. Ne, geht nicht. Okay, tschüss. La 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 la. So, links, rechts. Rechts, links. Nische. Boing. Sehr schön. Speicherpunkt auch vielleicht? Wir werden es gleich sehen. Ja. Nische. Ist 5 oder 6 Mal gestorben. Ja, okay. Ach, warum frage ich eigentlich? Ach, fick dich doch. Also nicht du, das Spiel. Der macht jetzt hier so hin und her, links, rechts. Okay. Alles klar. Das heißt, ich folge dem Chedral bis... Gut. Ja. Alles klar. So, jetzt ist das Fernsehbild kurz weg gewesen. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber ab und zu wird das Fernsehbild einfach mal schwarz. Irgendwie ist da zu viel Kabelsalat, glaube ich. Weil da ja 6 bis 8 Konsolen angeschlossen sind. Hallo! Father, it's today. I know. I'm going to see her. Take care of the house. Guess you're so gone. Did you get anything for James? It's his day too. I had to buy something for your mother. That's all I could afford. Okay. Das sind Blümchen. Die kann man jetzt nicht behalten. Okay. Dann bleiben sie liegen. So, sag mir doch mal ganz spoilerfrei, ob ich hier jetzt mit dem Lichtstrahl durch bin oder ob das nochmal weitergeht, weil ich fände es gut, wenn es nicht weitergeht. Ja, also... Bin jetzt mal...
Also es fühlt sich so an, als wäre ich da durch. Hier ist jetzt auch so nichts mehr, was rumliegt. Echt, hast du die Story verstanden bis dahin? Gut, ich spiele alle 6-8 Wochen mal. Ich habe keine Ahnung. Ich vergesse, glaube ich, auch größtenteils, was da passiert. Das höre ich jetzt zum ersten Mal, dass die... Oder zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, je erfahren zu haben, dass sie... Obwohl, doch, letztes Mal, oder? Ja, mein Gedächtnis ist wie ein Sieb, also momentan. Also, dass ich mir die Steuerung merken kann, so einigermaßen, ist auch schon alles. Gott sei Dank sind es nur drei Knöpfe. Ja, du hast es gut, ja. Gedächtnis und so, Erinnerungsvermögen. Du bist... Was passiert jetzt? Nicht wieder. Was? Ja, weil du brennst, Junge. Ja, muss ich... Oh, Röllchen! Come on, there's nothing left for us here. Haben sie dem Vater was angetan, die Kinder? Es wirkt nämlich so. Und diese Gestalt hier, die erinnert mich irgendwie an eine andere Gestalt aus The Hills Have Eyes. Aber nur etwas. Es tut weh, es tut weh. Ja, mir? Wer bin ich eigentlich? Ich weiß immer noch nicht, wer ich bin. Ich weiß. Ach. Sein Herz brennt. Jetzt ernsthaft? Ich sehe kein Herz. Ja, nun. Gehen wir mal weiter. Ist es over? No, Mr. Hardy. It's only just beginning. Oh je, es fängt gerade erst an. Ich dachte, ich wäre im vorletzten Kapitel. Es fängt gerade erst an. My spirits, as in a dream, are all bound up. My father's loss, the weakness which I feel. Okay. Ja gut. Wieder hier hoch. Das kennen wir doch alles schon. Hier waren wir schon. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass das dritte Kapitel gleich zu Ende ist. Aber gib mir einfach mal einen Tipp, was das angeht. Oder zumindest mal sich in Richtung Ende. Geht das runter? Machst du das bitte? Es geht nicht weiter. Hä? Jetzt. Yes. Sag doch einer, dass ich hier blockiere. Ja, also da lang denke ich mal nicht. Deswegen hier runter, so wie immer. Hat er ist der etwas? Breathe. Atme. Das ist eine Filmrolle, wie ich meine. Wieder mal. Und jetzt ist er... Wait. Act 4, breathe. Wir sind in Act 4. Wir sind im Kapitel 4. Das letzte Kapitel dieses Spiels. Wäre es nicht großartig, diesen Akt in dieser Nacht noch zu schaffen. Ich weiß es nicht. Also gut. Jo, Morales? Das ist das verwirrendste Kapitel überhaupt. Sag doch sowas nicht, bitte. Also vor diesem... War das das zweite? Ja, vor diesem Vieh ständig flüchten musste da und Türen auf und Türen hinter mir zu und was weiß ich was. Da war ich ja auch... Da wusste ich auch nie, wo ich war und wohin und keine Ahnung. Das war wirklich verwirrend.
So. Dass hier übrigens irgendwann das Wort Character steht, das wusste ich von Anfang an schon. Und bestimmt kannst du mir auch sagen, ob ich Entscheidungen treffe, beziehungsweise ob ich beeinflusse gutes Ende, böses Ende, indem ich hier diese Tafeln umdrehe. Meine Vermutung ist ja ja. Lasse dein Herz bluten, ziehe es durch. Jetzt dreht sich das automatisch wieder um. Nee, nee, lass so. Also ich bin jetzt kein Fan von mein eigenes Herz bluten lassen, ne? Stelle ich mir also auch schmerzhaft vor, so ein bisschen. Ja. Jetzt haben wir hier so eine... Ne, Dias haben wir nicht gefunden, ne? Scheiß doch die Wand an. Keine Dias hier. Da gehen wir nicht raus zum Recording. Ich weiß, was dann passiert. Du auch? So. Auf. Oh je, auf was ich gefragt habe, hast du jetzt mit Nein geantwortet. Das ist das Delay hier, beziehungsweise die Verzögerung. Wenn deine Antwort kommt, weiß ich schon nicht mehr, was ich gesagt habe. Und wieso wächst da ein Baum? Je mehr Erinnerungen man sammelt, desto eher bekommt man ein anderes Ende. Ja, das Fernrohr, genau. Da habe ich bis jetzt immer durchgeschaut, habe ich immer so ein paar interessante Sachen gekriegt. So ein Schiffchen oder was war das andere? Ein Käfig, glaube ich, ne? Ich gehe mal nach oben. Wenn ich denn den Weg finde. Hallo? Früher ging es mal hoch. Wo bin ich? Hallo? Ah ja, diese Leitern. Da liegt wieder was. Oh Gott, diese Minischrift, ey. Es gibt eine Welt neben der... Das habe ich, glaube ich, schon gelesen. Verborgen hinter einem schwarzen Nebelschleier, wo uralte Wesen weilen. Ja, das habe ich gelesen. Einfach zurückspulen, den letzten Stream, den ich auf privat gestellt habe. So, das Schiffchen, genau. Dann war es dieser Käfig mit dem Ziffernblatt. Und jetzt war hier irgendwie Ranzoomen angesagt. Ah, da ist was. Ja. Ist wieder weg, diese. Ist hier noch was anderes? Die Titanic oder so? Die hätte ich ja jetzt gern vor mir liegen. Oh, hallo, Piratenflagge, du. Na klar. Okay. Frag mich nur, was das soll hier. Ob das auch das Ende beeinflusst. Ist ja immer so frustrierend, wenn man ein Spiel hat mit verschiedenen Enden, aber nicht weiß, was man tun muss für welches Ende. Denn dann wird man immer das Schlechte bekommen. Ja. Wenn du durch bist, kannst du jedes Kapitel nochmal machen und den Rest sammeln. Oh je, aber wo suche ich mich denn? Da suche ich mich ja tot. Meinst du nicht? Das wäre schon nicht schlecht. Also ich hätte das schon gerne in Gänze auch gefunden, ja. Aber ich habe dann immer so die Geduld nicht, glaube ich. Wenn ich es einmal durch habe, dann bin ich meistens mit dem Spiel auch durch. Und bloß jetzt wegen Dias? Weiß ich jetzt nicht. Okay. Also. Das ist unsere Filmrolle. Welche wir nun benutzen. Und dann, hallo? Jetzt. Ja. Jetzt habe ich den Faden verloren. Aber jetzt schauen wir hier erstmal. There shall be a vast shout. And then a vaster silence. Alles? Ist das wirklich alles? Ist das wirklich alles? Das ist wirklich alles. Deucht mir. Also mich, deucht mich eigentlich. Ah.
Ah, gut, gespeichert. Ja, vierter Akt, du sagst, der verwirrendste? Die hast du bis heute nicht kapiert. Ja, muss man vielleicht auch für gemacht sein, ne? Ich sag jetzt mal, so subtiler Psycho-Horror, der ist ja nicht für jedermann gedacht, ne? Ich musste auch Layers of, also das erste Layers of Fear zweimal spielen, bis ich einigermaßen geblickt habe, was eigentlich los war und was der Mann gemacht hat. Warum leuchtet das? Axt, verdammte. Na, egal. Also, so wie es aussieht, müssen wir wieder hier raus, ne? So. Das verwirrendste Kapitel, sagt der Ricky Dicky. Jetzt fehlt nur noch der Kopf. Ja, genau, der Kopf von der Puppe. Richtig. Hallo? Ja. Okay. Ich werde jetzt hier nochmal kurz ein bisschen genauer gucken, zwecks Dias. Aber ich habe doch die Film, ich habe doch die Rolle gefunden. Die kann ich doch auch irgendwo. Die kann ich ins Grammophon reintun, ja. Guck mal, das ist ein Zettel. Siehst du, hätte ich fast liegen lassen. Wir sind so nah. Ich kann es spüren. Es darf keinen Zweifel geben. Kein Zögern. Nur unzerbrechlichen Willen. Das ist es, was wir haben. Das ist es, was wir sind. Endlich. Kontext, bitte? Ich verstehe es nicht. Aber egal.